Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich war am letzten Wochenende in Köln, meiner absoluten Lieblingsstadt. Und zwar war ich auf der Litblog Convention von dem Bastei Lübbe Verlag. Und dort habe ich die YouTuberin, Let's Playerin und Grafikdesignerin Honeyball getroffen. Und ich habe sogar ihren Workshop mitgefilmt und darf euch den jetzt zeigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Der will nicht. Merken, ich bin dafür bei einfach das rein. Das wird dann einfach. Ich halte es hoch. Ja, das ist super. Ich habe so mit Fernglas. Ja, da, ich erkenne den Pixel. Ich habe auch, weil ich mir gedacht habe, eventuell passieren Dinge, habe ich Dinge ausgesucht. Kann man dann rumreiten? Das ist ja jetzt hier kein riesen Hörsaal, wo du bis hinten hin brüllen musst. Von daher ist das gar kein Problem. Sollte also funktionieren. Hallo. Hi. Ich bin Honeyball, ich bin jetzt Player. Voll komisch, wenn ich mich so vorstelle. Das ist der Standard seit 7 Jahren quasi. Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, so, was machst du so, wer bist du so? Und dann stehst du so, ja, ich heiße Isabelle und im Internet bin ich bekannt unter Honeyball, Honigball und ich mache Let's Plays. Und dann kommt, also entweder Leute wissen, was das ist oder es kommt dieses, hä? Völlig verständlich, das bedeutet, ich spiele Videospiele und nehme das auf, wie ich Videospiele spiele. Klingt schon mal, du so, oh, Videospiele spielen, finde ich gut. Kommentiere das Ganze und lade das serien-episodenweise ins Internet hoch. Soll heißen, die Leute können sich angucken, wie man ein Videospiel durchspielt mit mir, die meistens sehr pädagogisch wertvolle Kommentare dazu abgibt. Da ist von Fluche bis Philosophieren alles mit dabei und von Erfahrungen austauschen, natürlich auch, und mit der Community sich austauschen auch, weil wenn man jeden Tag mehrere Projekte hochlädt, je nachdem was man hochlädt, manche Sachen, manchmal muss man den Content selber finden, wie bei Spielen wie Minecraft, wo ja, das Spiel gibt einem nicht viel vor, man kann mit Blöcken bauen, das ist wie Lego spielen, da muss man, wenn man die Leute unterhalten will, selber der Quatsch geht sein. Das ist tatsächlich eine Story. Was? Ja, also, ja, es hat ein Headgoal und alles. Es hat auch eine Story und ich habe keine Ahnung, wie die geht. Es gibt Geschichten, manchmal ist es auch vollkommen. Ich kann mir gar nicht die Story etwas mehr aufgenommen als bei Minecraft, aber Minecraft hat uns weiter ausgraben. Das ist gar nicht. Ich sehe schon, ich habe hier die Zockerprofis. Schlimm mit euch, schämt euch. Na, das ist auch so ein Business, was man, womit man dann arbeiten muss, man hat Videospiele, man verdient sein Geld damit. Hä, wie, was? Indem du einfach Spiele spielst und drüber kommentierst, so einfach ist es dann nicht. Man schneidet die Sachen, man editiert die Videos, damit sie unterhaltsam sind und spannend sind. Und daraus hat sich so eine ganze Fankultur gebildet. Also es gibt so unglaublich viele YouTuber auf YouTube, die damit ihr Geld verdienen, die damit Unterhaltung machen. Und aus dieser Let's-Play-Unterhaltung, dieser simplen Unterhaltung, ich mache Videospiele und Kommentiere, die dazu drüber hinausgewachsen sind. Sprich, sie haben halt angefangen, okay, ich möchte Unterhaltungsvideos machen, ich möchte Comedy-Videos machen, ich möchte vielleicht auch irgendwas den Menschen mitteilen, irgendwas Pädagogisches mit hinten dranhängen. Und das hat sich tatsächlich stark entwickelt in dieser Szene und hat sich eine große Community drum entwickelt, die sehr, sehr geliebt wird von den Fans. Und dann gibt es noch Leute wie mich, die halt neben dem Gaming noch diverse andere Dinge machen, wie malen und halt auch manchmal einfach nur mit den Leuten zusammen irgendwas erörtern und erforschen. Und das Ganze so zusammen zu verbinden, zu sagen, okay, was können wir der Community mal bieten, wie es wäre möglich aus dem Gaming heraus als Buch darzustellen mit jemandem, der malen kann, ist natürlich ziemlich klar, man macht etwas mit der Kunst. Und mit der Thematik, mit der ich eh schon zusammenarbeite, eben mit YouTube zusammen, mit der Community zusammen. Und da stand erst so die Idee im Raum, lass uns ein Ausmalbuch machen. Das ist ja momentan sehr im Trend, auch gerade für Erwachsene, die Entspannungsausmalbücher. Und wie verbinden wir das jetzt aber mit der Community? Und wie verbinden wir das jetzt mit der Thematik dahinter, mit YouTube, mit den Videospielen, mit dem, was die Leute ja an dem Content so lieben? Und da kam man halt auch so eine Idee, ja, wir könnten ja auch so ein YouTuber-Ausmalbuch machen. Weil die Idee schon mal, als man nicht so, ja klar, ich bin YouTuber ausmalt, ich kann mir vorstellen, dass man sagt, oh, ich bin Fan von XY, ich würde ganz gerne mir dann ein schönes Bild ausmalen und das vielleicht mir zu Hause hinhängen oder als Fan einreichen. Und da habe ich gleich an etwas gedacht, was ich noch von ganz früher aus der Manga-Szene kenne, wenn die Leute zu den Buchmessen gelaufen sind. Da hatten sie alle ihre Konhons dabei, so nannte man diese Bücher, wo jeder was reingemalt hat und jeder seine Unterschriften gesammelt, von den Zeichnern, aber auch von Freunden. Und man hat Fotos reingeklebt, das waren so richtige Tagebücher fast schon von Conventions, wenn sich Menschen getroffen haben und einfach diese Treffen ausgetauscht haben, diese Erfahrungen und diese Erlebnisse miteinander ausgetauscht haben. Und ich habe mir gedacht, das ist genau das, was ich in diesem Buch
darstellen möchte, was ich in dieses Buch reinbringen kann. Ich möchte, dass es ein YouTuber-Ausmalbuch ist. Ja, da sind YouTuber drin, Persönlichkeiten, die von Millionen an Leuten abonniert sind und jeden Tag von Hunderttausenden geschaut werden. Und die kann man dann ausmalen, aber gleichzeitig kann man die Seiten aus diesem Buch heraustrennen. Man kann es in den Hefter einheften oder man kann es in Glashüllen einhüllen, man kann die Sachen bekleben, man kann sie bemalen, man kann seine Erinnerungen an irgendwelche Conventions quasi damit verbinden. Man hat die Möglichkeit, das Ganze zu sammeln. Und dann ist das plötzlich aus so einer kleinen Idee so ein ganz großes Projekt gewachsen. Und am Anfang so klang die Idee erstmal so ganz genial. Okay, das will ja dann vielleicht eventuell jeder haben. Und dann kamen so die Stimmen der Zuschauer durch, als man nachgefragt hat, wollt ihr sowas, könnt ihr euch sowas vorstellen? Ist das etwas, wo ihr euch in Zukunft mitseht? Wollt ihr sowas anmalen? Habt ihr dann sowas? Und da war die Resonanz erstaunlich groß. Also ich habe nicht so eine riesengroße Community, dass ich unglaublich viele Leute erreichen kann und eine große Umfrage machen konnte, aber so bei dem kleinen Kreis, den ich jetzt abdecke, war das Feedback echt immens. Und das hat mich auch sehr darüber nachdenken lassen, wie die ganze Community zusammengewachsen ist und was letzten Endes dahinter steht. Also wir haben diese riesengroßen Persönlichkeiten in Anführungsstrichen im Vordergrund, die als YouTuber unsere Kinder und Jugendlichen und aber auch unsere Erwachsenen mit beeinflussen. Und da hat sich so eine Subkultur gegründet. Und die besteht halt hauptsächlich aus dem Wunsch, den man ja auch als Jugendlicher und als Kind oft hat, sich neu zu erfinden, neu zu finden, neue Vorbilder zu finden und vor allen Dingen seinen eigenen Wert festzulegen oder seinen eigenen Wert zu erkennen. Und das glaube ich, das, was uns veranleitet, Autogramme zu sammeln, Erinnerungen zu sammeln, warum man so etwas macht wie seinen Lieblings-YouTuber zu malen oder auszumalen, warum gehen Kinder zu Autogrammstunden von YouTubern hin oder zu Schauspielern, zu Fußballern und schenken ihre gemalten Bilder, das ist ja eine Wertschätzung. Sowohl, dass man ganz gerne das Feedback hören möchte, man möchte der Person sagen, ey, du beeinflusst mein Leben, deine Videos oder dein Content oder was du machst, deine Musik, je nachdem, welche prominente Persönlichkeit das ist, du beeinflusst mein Leben. Und man möchte das ja auch ganz gerne mal mitteilen, das ist ja sonst so schwierig, man hat so eine einseitige Beziehung, man selber kennt die Leute, man guckt deren Videos, man guckt deren Content an, man kennt die Person, aber die kennen einen halt überhaupt nicht, weil man ist halt nur eine Zahl oder man ist nur ein Nickname oder jemand, der ab und zu Kommentare schreibt. Und klar, manchmal lernt man sich auch kennen, gerade in solchen Conventions oder so hat man die Möglichkeit, die Leute auch mal kennenzulernen. Und dann ist das Erste, was ich immer gehört habe, ist halt so, ich wollte dir nur unbedingt sagen, wie wichtig deine Videos für mich sind, die sind Bereicherung meines Alltags und die haben auch teilweise mein Leben und meine Einsichten mit verändert oder mir Mut gegeben, wenn ich mal nicht schlafen konnte, habe ich mir das angucken können, war entspannt. Und da ist so diese Beziehung, also noch die gesunde Beziehung, es gibt natürlich auch Fanatismus, aber hey, das ist in jeder Szene irgendwo mit enthalten, die ich durch diese Idee mit dem YouTuber-Ausmalbuch auch ein bisschen fördern möchte, diese Möglichkeit, ey, ich kann nicht selber malen, aber ich möchte den Personen vielleicht was zeigen, weil ich möchte gerne mein Autogramm irgendwie schön dargestellt haben und man hat dadurch eben die Möglichkeit, das zu tun. Man hat dadurch die Möglichkeit, seine Wertschätzung gegenüber den YouTubern, die man hat, auszudrücken und vielleicht auch mal so die Überwindung zu sagen, ich möchte selber auch malen. Ich möchte vielleicht auch selber mich auf eine andere Art und Weise auszudrücken, weil es etwas ist, was ich finde, was in den Schulen teilweise so ein bisschen untergeht im Malunterricht, also so Kunstunterricht, dass halt manchmal nicht wirklich die Kunst im Vordergrund, sondern halt Übungen, um Kinder zu beschäftigen. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich bedenke, was wir alles machen mussten, nämlich komische Fotos ausschneiden und dann noch Farben drumherum malen, die auf den Fotos waren. Ich dachte, wo ist jetzt, was lerne ich daraus? Und deswegen ist in dem Buch noch so eine kleine Abhandlung zum Zeichentutorial drin, was ich auf meinem YouTube-Kanal auch mache. Und was sich auch auf YouTube prinzipiell ziemlich ausgeweitet hat in den letzten paar Monaten. Ich weiß nicht, ob wenn ihr das verfolgt, ist es vielleicht euch auch aufgefallen, diese ganzen Do-it-yourself-Channel, dieses sich selber zu erkunden mit Materie, zu sagen, hey, ich bastel die Dinge selbst, ich packe die Dinge selbst an. So einen realen Bezug zu vielen Dingen, die man normalerweise kauft, entwickelt. Und gerade deswegen bin ich auch so froh, dass es jetzt mit so vielen YouTubern Bücher gibt. Gerade Bücher zu dem Thema Do-it-yourself. Also manche Leute schmunzeln darüber, ich sage mir immer, ja, du willst auch halt nicht. Und ansonsten ist es ein sehr interessanter Aspekt, wenn man mal wieder was Reales in der Hand hat. Also ich meine, gut, manche Leute würden jetzt auch sagen, ja, so ein Handy mit so einem Video, das fühlt sich doch auch so real an. Das ist schon eine andere Welt, in die man sich da reindenkt. Es ist schon ein Unterschied, ob man ein Buch hat, das man mit sich mittragen kann, das auch offline funktioniert, wofür man, gut, man braucht eine Lampe dafür, aber wenigstens geht der Akku nicht leer. Na, man hat die Möglichkeit, sich darüber auch nochmal auszutauschen und auch wieder einen Gesprächsstoff mit der Community, die man über YouTube kennengelernt hat. Also die Verbindungen, die sich dahinter knüpfen. Und
Das wollte ich alles in mein Buch irgendwie verpacken. Ihr seht schon, das ist schon ein bisschen großes Unterfangen. Wie stecke ich das in ein Ausmalbuch? Die ganze Philosophie. Vielleicht merkt man es nur unterschwellig, aber ich habe versucht, das wenigstens einfach so zu gestalten, so zu kreieren, dass man damit die Freude hat, Sachen zu sammeln und die Freude hat, vielleicht auch was zu basteln. Viele werden es einfach mal als Autogrammbuch benutzen. Ich ahne schon, bei den meisten Leuten nichts machen, aber einfach Autogramm sammeln, damit völlig in Ordnung kann man machen. Hauptsache man hat was in der Hand. Ich gebe euch auch mal ein paar Sachen in die Hand, wenn wir schon von in der Hand sprechen. Für den einen oder anderen vielleicht interessant, wie sowas dann letzten Endes entsteht. Wie stellt man sich als Künstler dahin, als Illustrator dahin und fängt an, so ein Buch zu planen oder eine Figur zu gestalten? Ich meine, die YouTuber müssen ja erkennbar sein. Ich meine, man muss die Person erkennen, es muss gezeichnet sein. Das muss cool rüberkommen, also muss so ein Comic-Look sein, weil welches Kind denkt sich schon, wow, ein realistisches Gemälde von Alexi Bexi. Wow, das wollte ich schon immer in meinem Zimmer haben mit dem Nutella-Glas. Gott sei Dank hat er Kleidung an. Also wer den YouTube-Kanal kennt, weiß, dass das nicht immer unbedingt der Fall ist. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, ich bringe ein paar Insider mit rein, also ein paar Sachen, die nur die eingefleischten Fans und Zuschauer kennen, aber nicht zu viel. Also saß ich da mit Recherche betrieben. Gut, die meisten Leute sind ja selber dann, also ich bin ziemlich selber Zuschauer, die meisten Leute meiner Community sind auch Zuschauer von diesen YouTubern, also haben wir viel im Livestream zusammen gemacht. Und das Einfachste war ich selbst. Ich kann es einfach mal, ich gebe es einfach mal rum. Wie so ein Bild in so einem Buch dann letzten Endes entsteht, der ein oder andere nämlich kennt, versteht Insider an den ganzen Sachen drin, warum ein Igel da drauf ist zum Beispiel. Communities drücken sich oft aus durch Überbegriffe, durch Fanbegriffe, durch Eigenwörter, die man selber schafft, die einer Gruppenzugehörigkeit geben. Und da meine Community ist erstaunlich alt, in Anführungsstrichen, ich möchte das nicht so sagen, von der YouTuber-Community, die ja meistens so mit, ja gut, also so 14, 15 und dann irgendwann ist schon wieder das Interesse an YouTube weg. Bei mir ist tatsächlich, fängt das wirklich über 20 zum Teil an. Und da sind sehr viele Menschen dabei, die sich im Internet auch einigeln. Da kam dann irgendwann dieser Begriff auf, dass wir ja irgendwie als Igelmenschen sind. Also so Leute sagen, ah, Internet ist jetzt meine Flucht vor der Realität, einfach für einen Tag mal Urlaub zu haben, sich die Let's Plays anzugucken oder einfach was anderes zu machen, aus einer sehr kunstaffinen Community. Und tatsächlich einfach so dieses Einigel-Charakter wurde dann zu der Thematik, dass ich meine Community quasi Igelkinder genannt habe. Und was Igel, hallo, Maskottchen, beste Idee, der Hammer sagt es ja schon mal gleich vor. Und genau die Dinge habe ich versucht, in dem Buch so viel einzuarbeiten, wie irgendwie nur möglich. Das war erschreckend schwierig teilweise, weil ich festgestellt habe, dass YouTuber Insider haben, die man nicht versteht, wenn man sie nicht seit Jahren guckt. Und da waren zwei YouTuber dabei, Leute, die ich ins Buch mitgebracht habe, bei denen ich nur so vom ab und zu sehen kannte. Und da war man noch mal nicht in der Kerne der Community dran. Und dann saß man tatsächlich eine halbe Woche lang, hat deren Videos geschaut, sich mit dem Content auseinandergesetzt, sich rausgeschrieben, mit den Fans sich unterhalten, in den Kommentaren. Ja, was ist denn, was bindet dich an diese Person? Was drücken sie aus? Was ist ihre Energie? Weil die Energie müsste ich auch zeichnerisch darstellen, sonst hat man nicht das Gefühl, dass man die Person, die man dort ausmalt, kennt. Das ist nicht so, dass das Aussehen ist manchmal gar nicht entscheidend, wenn man jemanden malt oder zeichnet, sondern teilweise, wie man die Person rüberbringt, wie sie agiert, wie ihre Pose ist, wie agil sie wirkt. Und dann die richtige Energie rüberzubringen, war, glaube ich, der schwierigste Akt an diesem nächtelangen Durchmalen neben meinem regulären Job. Ja, Let's Plays macht mein Job, ja, ich spiele und verdiene damit Geld, ja, das klingt immer komisch. Ich bin aber nebenbei halt auch Illustrator und mache noch Fotografie und Grafikdesign und muss meine eigene Buchhaltung machen. Und YouTuber ist so ein Vollzeitjob. Falls jeder irgendwie nachdenkt, ah ja, Videospiele spielen, Geld damit verdienen, das finde ich eigentlich manchmal schlecht. Vorsicht. Und das fängt harmlos an und zum Schluss bist du deine eigene Firma und sitzt da und musst dein eigenes Zeitmanagement machen, dein eigenes Planungsmanagement machen und auch das steht hinter solchen Persönlichkeiten in so einem Buch. Vielleicht wird auch der ein oder andere, der das Ganze in einem Buchladen sieht, mal darüber nachdenken, was sind das für Persönlichkeiten dahinter, was sind das für Menschen, wieso ist es in Anführungsstrichen wert, für sie ein Buch zu drucken, in dem man sie ausmalen kann. Und dann kommt vielleicht auch der eine oder andere auf den Gedanken, sich mal anzugucken, was dahinter steckt. Wie das Ganze eigentlich im Hintergrund aussieht, weil man ist ja quasi eine kleine Ein-Mann-Firma, was ich jetzt auch seit 5 Jahren recht erfolgreich mache. Ich habe gedacht so, ach ja, neben der Schule ist das eine gute Idee. Ja. Das hat well escalated quickly. Ich hätte auf dem Teil hätte ich noch ein bisschen mehr gehabt, aber ist jetzt nicht so, war nicht so weltbewegend. Alles, was ich schon weiß, ausdrucken konnte, habe ich noch mitgebracht und mit dir noch mehr zum Anfassen gehabt. Wie die Buchplanung.
Warnung letzten Endes anfing. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der erste Teil. Ich weiß nicht, ob der andere da Kelly drauf erkennt. Das war die erste Skizze davon, zu überlegen, hey, wie bauen wir dieses ganze Buch auf? Und die erste Skizze vom Cover haben wir hier auch mit drauf, die ich dann mal dahin gebracht habe. Oh Gott, das Cover. Ich kann nicht sagen, wie ich Cover gesessen habe. Ich meine, das musste ja mehrere Zielgruppen anziehen. Auf der einen Seite hatte ich es leid. Ich habe YouTuber in dieses Buch gebracht, die alle in etwa die gleiche Community haben und alle in etwa einen ähnlichen Kreis an Menschen teilen und dann sich aber auch untereinander durchaus nicht leiden können oder auch untereinander völlig unterschiedlichen Content haben, wie ein Alexi Wexi, der ziemlich durchgeknallte Reviews teilweise macht, die, wo man schon sich überlegt, ist das jetzt eine Review oder habe ich einen Unterhaltungsfilm geguckt, zu Handys und zu anderen Sachen und dann gibt es halt Hardcore-Let's Play, die nur Minecraft machen und da stehen sich schon zwei Communities gegenüber, die sich eventuell nicht kennen und das zusammen in ein Buch bringen und dann bringen Cover, wo sich alle angezogen fühlen von heraus. Und man sich so denkt, so, ach ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da eben so eine Person mit drin ist. Es ist sehr viel, es ist sehr bunt. Dementsprechend, das Cover letzten Endes ist auch sehr bunt. Ich hoffe, man kann es sehen, wenn ich das jetzt hier einfach größer... Ich halte es einfach hoch. Ich bin dann selber der Beamer. Kann man ja auch später nochmal, können auch wieder nach vorne kommen. Ist ja jetzt ganz toll, wenn du das drehen würdest. Du hast doch ein Tablet, du kannst dich doch drehen oder Handys machen, sowas. Oh, Gott, ist ja zu drüber, Wahnsinn. Da ist es sehr bunt. Man sieht ja von der Entfernung auch, dass es sehr bunt geworden ist. Meine Hände sind drauf. Meins, habe ich gemalt, alles meins. Das war, ich glaube, für mich so auch so der Durchbruch von der Linie, bei der ich mir gedacht habe, ja, so möchte ich das im Buch vorantragen, so möchte ich das machen. Ich hoffe, vielleicht kann ich auch, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine zweite Edition, dann kann ich noch mehr YouTuber darstellen und abbilden in verschiedensten Gruppen. Und wer weiß, vielleicht endet das auch mal bei der Thematik YouTube, vielleicht macht man auch mal Ausmalbücher zu anderen Persönlichkeiten, wer weiß. Kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich finde diesen Aspekt ganz interessant, ein Buch für die Community, für mehrere Communities zu gestalten, mit denen sie aktiv, aber wieder auch als Community arbeiten können. Also das, man guckt gerne auf eine Fankultur, man guckt gerne auf eine so eine Community, man kennt das ja von Popstars, die kreischenden Kinder im Alter von 10 bis 13, wo man die Augen drüber rollt und sich denkt so, wow, was ist denn mit denen los? Man vergisst halt, dass man in dem Alter versucht, sich zu finden, neue Vorbilder zu finden. Und dann sind Persönlichkeiten im Internet, die werden von vielen Leuten geguckt. Oder Sänger auf der Bühne. Viele Leute mögen die. Und dementsprechend hat man sofort das Gefühl, okay, die sind alle viel wert. Die sind ja, viele Leute mögen die, also die müssen ja hoch im Wert sein. Und dann, wenn ich dazugehöre, und dann erlange ich selber natürlich auch ein bisschen mehr Wertigkeit. Und zum anderen Punkt hat man natürlich auch den Wunsch, selber das zu erleben. Dieses viele Leute geben einem Anerkennung, viele Leute geben einem die Beachtung, die man eventuell vielleicht früher mal von seinen Eltern hatte, die irgendwann im Teenageralter nicht mehr so interessant ist, weil man feststellt, das sind die Eltern, die müssen mich erleben haben. Also das ist so als Klischee dahingestellt. Aber das hört man halt einfach oft, dass sich das dann dadurch wegentwickelt. Und dann hat man eine Zielgruppe, die nicht unbedingt gerade stabil ist, weil sie leicht zu beeinflussen ist, weil sie nach neuen Werten sucht, weil sie ihren eigenen Wert anhand der Anerkennung anderer definiert, was man nicht unbedingt tun sollte. Klar, wenn ganz viele Leute zu einem sagen, du machst da was falsch, könnte man drüber nachdenken, aber das klappt ja auch bei Donald Trump nicht. Von daher, nicht in jeder Altersklasse funktioniert das so gut, aber mit 12, 13 kann man tatsächlich noch eine Menge bewirken. Und die YouTuber, die so nah an den Personen dran sind und so nah die Community mitbekommen, haben da einen ziemlich großen Einfluss, der zunehmen wird in den nächsten Jahren, den man nicht unterschätzen darf. Und wir, die wir von außen damit agieren müssen, wenn wir jetzt nicht selber Influencer sind, also Eltern oder Freunde, Kollegen oder jemand, der einfach nur was von da mitbekommt, ein Verständnis dafür aufzubauen, wie wichtig diese Personen sind, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sonst entwickeln sich irgendwann so die Vorstellungen von Erwachsenen und von Eltern ganz, ganz krass von ihren Kindern weg. Also man hat ja schon damals, als es noch neu war, so quasi so Popstars anzukreischen, schon sehr über seine eigenen Kinder oder teilweise über seine Kollegen oder meine Mitschüler sehr geschmunzelt. Heutzutage ist das was recht Normales geworden, deswegen ist der Fanatismus auch nicht mehr so krass. Jetzt haben wir halt YouTube. Und vielleicht kann auch dieses YouTuber-Ausmalbuch ein bisschen was dazu beitragen, dass man mal ein bisschen die Ernsthaftigkeit dahinter sieht. Das ist so Persönlichkeiten, das sind Menschen und die leisten eine Menge Arbeit im Internet, um andere Leute zu unterhalten, um selber auch natürlich Spaß zu haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Nicht alle. Es gibt immer noch diverse YouTuber, die kein Geld damit verdienen und super viel Arbeit reinstecken, wenn ich mich jedes Mal frage, how?
Wie machen die das und wo kriege ich auch sowas her, damit ich nicht mehr so abhängig davon bin zu sagen, okay, ich muss auch Geld damit verdienen. Und ich hoffe einfach, wenigstens ein bisschen meinen kleinen Beitrag damit geben zu können und natürlich eine Menge Spaß auszudrücken und vielleicht dem einen oder anderen von euch so ein paar Gedankenanstöße mitzugeben. YouTube, diese Welt, ja. Online-Medien kenne ich natürlich, ist ja vollkommen klar, aber ich habe mich damit noch nie so direkt auseinandergesetzt, was das eigentlich bedeutet. Wenn man halt Fan oder Zuschauer ist, und ja, das Buch hier richtet sich klar definitiv an Fans, kann man ja sagen, ich mag den Begriff nicht. Fan kommt ja von Fanatismus. Das klingt irgendwie immer so ein bisschen, als würde man jemanden abstempeln, fanatisch jemanden anzuhimmeln. Sagen wir einfach Zuschauer. Jetzt habe ich Zuschauer von mir hin, hier. Ui. Ich habe Fans angezogen. Macht mir weh. Ja, das ist ein Doppelbegriff. Im Englischen heißt das ja auch Ventilator. Da macht man auch mal ganz gerne Scherze mit. Dementsprechend, Zuschauer. Ich bezeichne das ganz gerne als Zuschauer. Ihr würdet euch selber auch eher als Zuschauer sehen wollen, oder? Ja, ne? Das ist so gleiche Augenhöhe. Ne? Einer macht den Content, der andere guckt zu. Ich gehe auch nicht zu meinem Bäcker hin und sage, oh mein Gott, du gibst mir das Brötchen, du bist der Star schlechthin. Sondern so, oder gib mir Brötchen. Es ist halt wirklich so. Also ich versuche den Leuten das auch immer so als Beispiel mitzugeben. Du kreischst ja auch nicht los, wenn du deine Mama siehst. Und die hat ja einen etwas größeren Bezug zu dir eventuell als so ein YouTuber. Ja, aber die sind doch berühmt, deine Mama auch, die hat dich geboren. Da haben viele Menschen im Kreis dazu geguckt und gejubelt, als das passiert ist, okay? Das ist die Verhältnismäßigkeit, mit der man da rangehen muss. Und letzten Endes schwingt das alles hinter so einem, in Anführungsstrichen, simplen YouTuber-Ausmalbuch mit. Man muss ja ein bisschen beachten, was mache ich damit, was erziele ich damit und zu wem soll das hingehen und zu welcher Zielgruppe soll das hingehen. Und die einzige kritische Stimme, die ich bis jetzt tatsächlich gehört habe, war, ja, aber das wird doch wieder so die Fanatismus und so, das ist doch nicht gut für Kinder. Okay, ich kann auf der einen Seite verstehen, ja klar, man fördert quasi wieder, dass Leute etwas hypen können und man verdient auch noch mit dem Hype Geld, ein bisschen. Geld ist gut, ist auch nicht schlimm, sowas. Aber es ist ja nicht teuer und es ist ja jedem freiwillig überlassen. Man zwingt die Leute ja nicht dazu, man gibt ihnen ja nur die Möglichkeit. Trotzdem ist es ein Thema, mit dem man echt sensibel umgehen muss. Aber ich glaube, wir sind sensibel genug damit umgegangen. Ich renne jetzt auch nicht hin und drücke die Leute das ins Gesicht und sag, kauf das. Sollte ich das später doch machen, dann zitiert mich bitte nicht. Wenn ich jetzt rausgehe, hier mein Buch. Boah, bitteschön. Kannst du ausmalen, mal das jetzt aus. Nein, nicht über die Linien, Martin. Mein Kevin nicht an, nicht Kriegssinn. Ich bin gespannt, bei wie vielen jungen Kindern das lernt. Ich bin auch gespannt, was für ein Feedback da letzten Endes kommt. Und vielleicht werde ich ein paar sehr inspirierte Ausmalungen sehen. Ich habe mir auch überlegt, ich weiß nicht, ob ihr das so im Internet mitbekommen habt, es gibt ja so ein paar YouTube-Stars, sowas wie Bibis Beauty Place, kennt vielleicht der eine oder andere. Ah! Das kennt vielleicht jeder, kennt Bibis Beauty Place. Natürlich. Ja. Das sind nicht unbedingt die allerbesten Einflüsse für unsere Kultur, so was so den Umgang mit Werbung und Medien zu tun hat. Content kannst jetzt sagen, was du willst, ja? Ist Unterhaltungskontent. Entweder man findet es lustig oder man findet es nicht lustig oder unterhaltsam oder nicht. Das kann man nicht kritisieren. Aber wie man Kindern Dinge verkauft, kann man kritisieren. Ich wäre sehr gespannt, ich weiß nicht, was ihr meint, aber was würde passieren, wenn man ein YouTuber-Ausmalbuch macht, wo solche YouTuber drin sind wie Bibis Beauty Place. Wie viele Leute würden sich das kaufen, einfach nur um mit dem Bild sehr interessante Dinge mit dem Bild zu tun? Was ist das Erste, woran du denkst? Was würdest du drauf machen? Hörner und so jede Menge Product Placement. Du musst die schauen. Und oben das P, das vergisst du ja ab und zu. Und dann ja, das. Ja, vor allem, du musst auch PP, Produktplatzierung, für 5 Sekunden einblenden. Es macht niemand. Also das ist das Schlimmste an unserer Szene, ist einfach dieser nicht bewusste Umgang damit, dass wir Menschen beeinflussen und dass wir, wenn wir sie für finanzielle Zwecke nutzen, darauf hinweisen müssen, dass wir sie für finanzielle Zwecke gerade nutzen. Also wenn ich jetzt im Internet ein Video dazu mache, ja, ich habe Buch rausgebracht, kauft das für gut. Ja, vielleicht sage ich es auch genauso. Dann muss ich einblenden, dass ich gerade Werbung mache. Und nicht irgendwie für irgendein Produkt, sondern für mein eigenes. Und ich weiß nicht, ob es jemand von euch mitbekommen hatte, aber wir haben einen YouTuber, der hat eine eigene Firma, Flying Uwe ist das. Und der hat immer schon fleißig für seine eigene Firma Werbung gemacht. In den YouTube-Videos. Das fanden die
den Anstalten nicht so lustig, dass das nicht gekennzeichnet war und jetzt ist da ganz viel Geld, das er zahlen muss als Strafe. So viel zum Thema bewusster Umgang mit Kindern und Jugendlichen und sonst was. Und der ganze Tag wird uns viel Schleichwerbung untergejubelt. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie da sitze und eine Cola-Dose trinke, ich kriege kein Geld von, ich brauche nicht kennzeichnen. Aber auch manche Menschen sind schon so sensibel, die trinken Coca-Cola, du machst Werbung für dich so. Nein, ich fruhe hier gerade meinen Magen sehr still. Das ist, ist ein bisschen schwierig, wie das definiert ist, aber ich hoffe, das wird in Zukunft noch definiert sein und definierter sein, weil wir haben keine Lobby für Blogger, wir haben keine Lobby für YouTuber, wir haben keine Lobby für Leute, die ihre Webseiten aufbauen, wir haben keine Leute, die online publizieren und sich online mit ihrem Content austauschen. Es gibt keine Lobby gegenüber unseres Gesetzgebers. Wir haben niemanden, zu dem wir gehen können, sagen können, wir haben die und die Anliegen, die und die Gesetze brauchen wir, die und die Änderungen brauchen wir. Das existiert nicht. Wir können nicht zur Regierung gehen und haben einen Stellvertreter. Wir müssen daran arbeiten, dass sowas passiert. Das betrifft jeden. Und alles, was sich so aus dem Internet natürlich auch mit in die Buchwelt reinträgt und sowas, hat damit noch größere Probleme, weil dann ist ja der Spagatsprung sehr groß. So. Für Bücher gibt es Regeln. Das ist schön. Fürs Internet nicht so. Und dann sind die Regeln auch noch je nach Webseite unterschiedlich. Bei YouTube ist ja schon so, da darf man ja da, also im deutschen Fernsehen, da rennen sie ja alle nackt im Fernsehen rum, darfst du ja alles sehen, aber bei amerikanischen Sachen, wenn du Nippel siehst, dann, Amerikaner werden instant schwanger anscheinend, wenn sie sowas sehen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Weißt du, kannst die Blut, Tod, Leid und Zerstörung im amerikanischen Fernsehen heutzutage auf roter Schusswaffen, Nippel, Schimpfwörter, nein. Und das ist halt auch so eine Grenze. Also ich kann auf YouTube, könnte ich jetzt nicht einfach sagen, hey, wir zeichnen heute mal einen nackten Menschen, mein Zeichentutorials, die ich mache. Was eigentlich wichtig wäre, um halt zu üben, Anatomiestudien. Da steht, ich frage mich, wie macht man das im Kunstunterricht in Amerika? Ich will es gar nicht wissen. Ich so Barbie und Ken nachmachen, das ist schon zu viel Sachen. Also, ja, da müssen wir einfach alle zusammen dran arbeiten. Und ich finde es schon mal ganz interessant mit diesem Schritt. So, es gibt auch schon Printmedien, die kommen auch aus dem Internetbereich und die richten sich an Leute, die im Internet rumhängen. Und die vermitteln auch mal, was es sonst noch alles für YouTuber gibt. Ich glaube, da gehen wir schon in eine ganz coole Richtung. Also ich meine, ich hätte mir auch nicht, eine Freundin von mir, die hat früher gebloggt nur, die hat so ihre kleinen Geschichten geschrieben. Ein paar Jahre später hat die plötzlich Bücher rausgebracht, also Verlag. Und wie sich sowas entwickeln kann. Dann kommt zum Beispiel dieser Punkt, dass viele Leute zu ihr gesagt haben, ja, du hast jetzt ein Buch, oh, dann ist das ja endlich richtig was. Ja, also ich meine, das war vorher im Internet, also war es nicht echt. Also weil es im Internet war, war es nicht wertig genug und nicht richtig war es, weil es ein Blog war. Und jetzt, weil es ein Buch ist und man andere Leute damit verhauen kann oder es verbrennen kann, wenn man nicht drauf steht, dann ist plötzlich real. Das ist so, das ist nicht schön. Also ich mag die Entwicklung nicht, weil du kannst genau das gleiche Geld verdienen, damit indem du es nur bloggst, oder du kannst Geld damit verdienen, indem du es ausdruckst, je nachdem, was du für ein Medium du lieber hast. Ich meine, E-Books sind was völlig Normales heutzutage teilweise jeder, weil wer hat noch den Platz in seiner Wohnung, ich nicht, Tonnen an Bücher durch die Gegend zu schleppen? Also es sieht schon schlimm genug bei mir aus mit den Büchern inzwischen. Ich weiß auch nicht, wohin damit und denke mir, warum kaufst du das? Du hast ein Tablet. Wie dumm. Ich habe es halt gern gehabt. Irgendwann ist es gelblich und ekelhaft, aber ist egal. Es ist halt, hat halt was. Aber es ist nicht wertiger als etwas, was als Online-Medium dargestellt ist. Deswegen mag ich auch so Conventions wie hier, wo so diese ganzen verschiedenen Medien zusammentreffen und man dann halt einfach so auf gleicher Augenhöhe und mit gleichem Niveau da rangeht. So. Das war meine Thematik. Ich nehme jetzt gerne auch noch Fragen entgegen. Ich habe nämlich wieder sehr lange geredet. Auch über Themen, ich eigentlich gar nicht, aber das ist mein Job. Also, schaltet mich ein, ich laufe auf Standby und dann. Entschuldigung. Interessanterweise rede ich in meinen Videos und danach habe ich keinen Bock mehr. Also ist, wenn mein Freund abends nach Hause kommt, teilweise einfach so. Dann sitzt man erst und geht schlafen. Das ist manchmal ein bisschen traurig, aber man hat manchmal sich auch ausgeredet. Also dann der Fuß ist weg. Aber ja, ich kann halt dementsprechend gut reden, wenn man jeden Tag lernt, sich auszudrücken. Arbeite ja auch als Moderator nebenbei noch oft. Also meistens als der improvisieren muss. Das mache ich ja den ganzen Tag, also wenn man mir fest was vorgibt als Konzept. Das mache ich auch auf YouTube nicht, das machen die meisten nicht. Also auch bei dem Buch, es war so schön, der Verlag so, ja, mach was du willst. Ich so, ja, ich bin nämlich chaot, das heißt, ich werde 10-mal umschmeißen, wie ich es mache. Und dann werde ich es am Ende nochmal komplett anders machen, war auch genauso. Ich sage so, zu meinem Leidwesen so, 100 Stunden Arbeit reingesteckt, gefällt mir nicht. Das ist genauso, du schreibst ein ganzes Buch, ich finde es jetzt aus der Ich-Perspektive besser.
mal schreiben. Wenn man einen Verlag hat, der dann halt dahinter steht und sagt so, dann ist das schlecht. Hauptsache ich halt meine Deadline ein, sage ich immer, und dann passt das schon. Also als kreativ arbeitender Mensch ist das schon besser, wenn man da nicht so viele Vorgaben hat. Besser ist das. Man kommt es immer raus. Fertig ist noch nicht. Oder? Es ist fertig, es ist seit gestern im Druck und es kommt am 21. Juli raus. Ja. Wollt ihr jetzt nicht unterbrechen? Aber wenn ihr noch Fragen und so hättet, richtig, wäre jetzt the time. Ich kann auch weiterreden mit meinen Kindern. Ich in der Schule habe ich schon gemalt, Mann. Strichmännchen mit Bäumen. Auf den Strichmännchen. Es war moderne Kunst und ich. Sowas finde ich auch mal interessant, was ich echt ganz gerne mal hätte, wäre so wirklich so ein Buch mit so Kinderzeichnungen aus unterschiedlichsten Bereichen, das ist richtig super unterschiedlich, um sich einfach mal anzugucken, was kommt denn da alles Unterschiedliches raus und was haben Kinder aus dem gleichen Alter in den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten gemalt. Gut, da muss man sagen, ich komme ursprünglich aus Offenbach am Main. Nein, nicht aus dem Dochbach, aus dem Ghetto. Offenbach. Ich glaube, keine Aschebecher. Alle Hessen sind Verbrecher, denn ich glaube, also ich habe schon mal einen Aschenbecher geklaut. Wegen dem Spruch. Hab ihn wieder zurückgebracht, okay? Hatte schlechtes Gewissen. Hatte nicht genügend Einfluss vom Ghetto anscheinend. Aber das war interessant, was teilweise die Kinder unterschiedliches gezeichnet haben, weil das waren Kinder aus allen Ländern, weil Offenbach war einfach voller Ausländer, es gibt da drei Deutsche, glaube ich. Und der Rest war halt von überall aus der Welt. Deswegen war das so egal. Da hat niemand geguckt, wo man herkam. Es war den Leuten egal, dass da die Hauptsprache nicht Deutsch war. Und in meiner Grundschule waren wir drei Deutsche in der Klasse, der Rest alles andere. Und was die Kinder unterschiedlich gezeichnet haben, weil das auch Kinder teilweise aus Kriegsgebieten waren, das war schon interessant. Also das fand ich schon als Kind damals interessant. Wenn man das schon mal als Kind interessant findet, ist das schon mal ein Level. Man sieht, Kunst war schon für mich immer recht wichtig. Sowas wäre glaube ich, auch mal ganz interessant zu gucken. Ja, ja. Kann ich 1000 Bücher rausbringen. Ihr seid denn, ihr macht das mit mir. Ich bin jetzt Malbuchlektorin, ich möchte nie wieder was anderes machen. Malbücherlektorin ist toll, es geht viel schnell. Für Psychologie und Frühpädagogik gibt es solche Bücher. Die beschäftigen sich halt mit dem Thema, warum Kinder ihre Mütter immer mit Rock malen, gerade also Kindergartenkinder, und ihren Vater mit so einem Hut, obwohl der Vater nie einen Hut trägt und die Mutter nie einen Rock. Wie kommen die Kinder da drauf? Mann, Frau, Symbolik. Ja. Frau, Symbolik und Geometrie. Genau. Wieso ist die Sonne immer oben links in der Ecke? Wie kommen die Kinder da drauf? Ist der Himmel nur 1-2 cm. Ja, warum sind Wolken einfach nur so komische Dinge? Es ist halt oder diese Vögel. Die wissen doch, dass das kein Strich ist. Ein Kind macht es halt mal vor, irgendwas war angefangen, mit Erwachsenen bringen Kindern Symbolik bei, du kannst dem Kind kein komplexes, dreidimensionales Zeichnen beibringen, vor allem bei Erwachsenen teilweise nicht wissen, wie das geht oder was das ist. Dafür musst du ja dich mit Kunst beschäftigen oder studieren. Überhaupt mal, also ich meine, Kunst ist prinzipiell ein sehr breiter Kreis, ja, auch ein schwarzes Bild ist Kunst. Und viele Leute sagen, das verstehe ich nicht. Und ich mir so, ja, wenn du jetzt 3 Stunden Zeit hast, erkläre ich dir das, danach hast du mich entweder oder kaufst es für 3 Millionen Euro. Chance ist eher, dass das Erstere. Naja, jedenfalls, bei Kindern ist also, die gehen halt sehr auf die Symbolik. Also deswegen ist auch Comiczeichen, das was in dem Buch zu sehen, das ist ja ein Comiczeichenstil. Das ist ja auch Symbolik. Ich meine, ein Auge sieht in der Realität nicht so aus. Trotzdem, wenn ich drauf gucke und jemand malt einen runden Kreis, 2 Punkte und einen Strich, sieht man, dass es ein Gesicht ist. Das ist Symbolik. Man muss sich zwar als Maler von der Symbolik lösen und versuchen, in den Realismus zu gehen. Man wird es nie hundertprozentig schaffen, weil es gar nicht möglich ist. Also man kann das nicht hundertprozentig darstellen, aber wir bauen auf Symbolik aus. Und das machen halt Kinder ganz besonders auch in ihrem Denken. Also spiegelt sich am Denken auch wieder. Kinder denken ja auch recht symbolisch. Deswegen sind viele Dinge bei denen einfacher. Schwarz, weiß. Ich hasse Mama, wenn sie sagt, ich darf den Kuchen nicht essen. Wenn sie sagt, ich darf Kuchen essen, liebe ich Mama wieder. Sehr einfaches Denken. Ziemlich simpel gehalten. Kommen Erwachsene oft nicht so mit klar, weil das eigentlich wie bei einem Hund manchmal so ist. Sitzplatz bleibt, funktioniert durchaus auch bei Kindern. Man darf nur Pädagoge nicht hören, dann kriegt man einen Klatsch. Nee, aber es ist halt, deswegen malen Kinder so komische Kringelmöbel. Sehen ja theoretisch am Himmel so aus. Und dann verstärkt man diese Symbolik noch, indem man es noch krasser darstellt. Ich habe auch schon Vögel gesehen auf Bildern, die sahen auch nicht mehr so aus wie Vögel. Also da war schon. Kinder malen auch gerne Dinge, wo du als Erwachsener denkst, das ist nicht der Papa. Das hast du nie gesehen. Das ist ein Hund. Ja, Dackel. Oben spaziert. Ich habe viel mit der Frauenbeauftragten meiner Stadt zusammengearbeitet, mit Jugendlichen, was ich bei so Kindern.
Kinderkursen, Markkursen, alles schon erlebt habe. Boah, es ist also. Bei manchen Dingen habe ich auch echt überlegt, gehe ich jetzt zum Jugendamt und frage nach, ob da vielleicht ist da was nicht in Ordnung. Und dann so, das ist ein Hund, gut, muss ich mir keine Sorgen machen. Nee, es ist wirklich. Also, das ist auch wieder so die Verantwortung als Erwachsene. So gehe ich an meinen YouTube-Content natürlich auch ran. Meine Community beobachten, die Kinder beobachten. Ich weiß nicht, ob das jeder Kollege so macht, ich befürchte nicht. Weil man sollte schon so ein bisschen aufpassen, mit wem man da redet. Wenn ich weiß, ich nehme ein Spiel auf, es nennt sich Animal Crossing, das ist von Nintendo, das ist für Kinder. Das ist wirklich für Kinder gedacht. Das ist so einfach verständlich, dass jedes sechsjährige Kind ganz so davor setzt und es liebt dieses Spiel. Und die lieben das zuzugucken. Ich synchronisiere die Charaktere mit unterschiedlichen Stimmen, das ist kindlich und einfach. Und wenn ich da anfange, über schwierige Themen zu reden oder blöd zu fluchen, das ist nicht so. Das ist für Kinder in dem Alter nur ein bisschen zu harter Kontext. Das muss nicht unbedingt sein. Immer so im Hintergrund und so, kauft mein Buch! Und das ist ein Charakter in dem Spiel, der sagt das. Kauft mein Buch! Und dann so ganz schnell, oh, Klassio! Kann man alles machen, werde sicherlich auch in dem Let's Play mal darauf hinweisen, was kann man anders, das ist halt doch für Kinder interessant. Aber es ist halt, man sollte es nicht reinlocken. So, ihr müsst meine Sachen kaufen, weil sonst sind die vielleicht ausverkauft und dann kriegt ihr nicht die tollen Sticker in meiner CD und dann seid ihr ganz traurig und ich rede 10 Minuten, damit ich 50 Mal Werbung in das Video schalten kann darüber. Oh, habe ich wieder über Bibi geredet? Oh, das tut mir so leid. Oh, es tut so weh, wenn man das so sieht. Ich denke mir so, 13-jährige Mädchen heulen, weil sie die CD nicht kriegen und ich denke mir einfach so, Jacqueline, nein. Du das nicht, ist so nicht schlimm, kauf sie dir morgen woanders. Die Wertigkeit halt, ne? So mit dem Wert umgehen. Also sich immer klar machen und Kindern vermitteln und prinzipiell auch Erwachsenen vermitteln, dass man sich auf der gleichen Augenhöhe befindet. Nur weil jemand ein Buch rausbringt oder weil jemand einen Film mitspielt, ist die Person nicht mehr wert als ich selbst. Weil wir sind 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Jeder von euch kriegt Whoopies, wenn er es drauf anlegt. Es gibt immer irgendeinen, der sagt, du bist cool. Ich mag dein Content, ich verstehe, wie du denkst. Manchmal sind die Leute gruselig, das gibt's zu. Aber allgemein betrachtet kann man sagen, man kriegt jeden berühmt, wenn man es drauf anlegt. Guckt euch die Reality-Shows an, guckt euch das amerikanische Fernsehen an, guckt euch die gemachten Kanäle an, eingekaufte Kanäle. Ja, wenn man hohl ist und ein Frettchen auf den Kopf kriegt. Ich meine, was haben wir denn? Das Frettchen haben wir. Das ist wir haben das Frettchen. Ja, wir müssen mal zusammenreißen. Ja, nee, ist schon schön. Ich weiß aber auch nicht, was wir Besseres kriegen können. Die hat ja wenigstens noch gegenüber solchen Frettchen tragenden Personen die kurz zu sagen, hey, das finde ich aber nicht gut. Das muss man auch erstmal hinkriegen zu sagen, nee, will ich nicht. In Deutschland haben auch ganz gerne auf den Duckmeister gespielt, ne? Ja, das ist auch noch so ein Thema. Politische Beeinflussung von Kindern auf YouTube passiert ja auch zunehmend mehr. Wegen nicht aufgeklärten YouTubern, so 18, 19, keine Ahnung von Politik im Unterricht, auch so, was, Legislaturperiode? Periode, kenn ich Biologieunterricht. Die machen auch Content und der wird auch geguckt. Und das nehmen Kinder dann auch für bare Münze, weil die sind ja cooler als ihre Eltern. Wenn der echt will. Noch nicht, ja. Aber was wäre, wenn wirklich, da müssen wir mal eine Studie machen, was ist, wenn Bibis Beauty Palace sich hinsetzt, hallihallo meine Lieben, heute reden wir über Politik, wählt alle die AfD. Wir geben dir 2 Millionen, wenn du das sagst, und wir nennen zu euch, will einen neuen BMW, klingt doch eine gute Idee. Diese Frau, die darf das nicht, die muss da putzen. Ja, das heißt, ach, du machst so Make-up, ja, du kannst hier mal deine Tattoos nur noch, nee, ist auch nicht drin. Oder du musst dir kurze Haare schneiden und wir eine Kampflesse rüberkommen. Schön Klischees erfüllen. Ja, nee, ich weiß nicht. Ja, was wollte ich gerade sagen, die ist doch also die muss aufpassen, dass hier die Frau Petri nicht vom Thron stößt. Weil, guck mal, die passt viel besser, zack, weg. Ja, schön auch. Schöne Schritte. Ja, ich meine, Mensch, oder wir sehen beide. Oh mein Gott! Sag mal, von mir. Können wir auch Holz klopfen, dann noch alles zu schaffen. Das darf nicht passieren, okay? Bibi kann sich bestimmt so eine Frettchenfrisur schneiden. Und dann rücken alle so rum. Nee, das macht Julian dann und dann machen sie irgendein so ein Reaction-Video. Ja, genau, die Haare verlieren. Oh, Bibi geht jetzt in die
Politik und dann wirft er sich wieder mit Farbbällen an Fenster geklebt oder sowas. Mir Sachen vorgeschlagen werden. Guck dir diese Content an, ich denke so, nein, ich habe ein Gehirn. Ich will mein Gehirn nicht dafür benutzen, so etwas zu sehen. Das ist wie RTL 2 einschalten. Ey, das ist mein Ohr. Ich muss mal auf Toilette. Entschuldigung, Verbaldurchfall, das steckt an. Ja, ich würde auch sagen, wir haben es ziemlich durchgekaut. Bin einfach so durch die ganze Community durchgerutscht, was man alles so darüber quatschen kann, was ich so darüber erfahren habe. Kauft mein Buch! Als Weihnachtsfrage, wo war die Werbung? Ja, da ploppt jetzt auch in der Realität ab. Jetzt immer so. Es gibt so einen Typ mit einem Schild. So ding, 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 ding. Ich brauch so einen Schildtyp oder ein Äffchen. Brauchst du einen Hausaffen? Verdammt, der Freund ist ein Hausaffen. Nee, der darf nicht gehen. Jeden Tag so. Ich will ein Hausaffen.